Diesen Samstag ist es soweit. Prinz Harry und Kate werden heiraten. Gerade bei uns Jungs aus der Redaktion ist der Puls natürlich auf 180. Und wir wollen hübsch aussehen an diesem Tag. Deswegen kränkt uns der Vorwurf der Frauen, wir könnten keinen Schlips binden. Das werden wir heute widerlegen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Henning Kruse. Er ist Vizechef bei Weltkompakt und gerade in so einer Führungsposition sollte man wissen, wie ein Schlips funktioniert. Henning, ja, Mensch. Ein einfacher Winzer, bitte. Das verstehe ich schon gar nicht hier, das sind irgendwelche Strichmännchen hier, Wahnsinn. Früher hat es ja immer Mutti gemacht, ne? Heute auch noch. Nee, Mutti ist weit weg. Ich mache es mit Gefühl. Oder aus dem Gefühl. So. So einigermaßen, oder was sagst du? 1A. 1A. So, nächster Kandidat ist Kollege Runne, Fotochef bei Weltkompakt und inoffizielle Stilikone des Verlags. Das muss eigentlich jetzt klappen. Jungs, während ihr hier sabbelt, bin ich fertig, ja? Jetzt sitze ich hier bei Jürn Kruse. Er ist der Sportfachmann der Redaktion. Markenzeichen, er trägt auch Schals, wenn es nicht nötig ist. Aber mal sehen, ob er einen Schlips binden kann. Kann ich bestimmt. Jetzt könnt ihr was lernen, Kinder. Ich wollte schon immer auf die Clownsschule. Alter, Kruse hat hier aus dem Schlips eine Fliege gemacht. Wir Männer haben jetzt zu Genüge bewiesen, dass wir es können, Schlips binden. Jetzt bin ich hier bei Friederike von der Welt. Sie selbst bezeichnet sich als Profi. Das soll sie jetzt mal beweisen. Was überhaupt nicht wahr ist, ist das allererste Mal, wo ich jetzt eine Krawatte binde. Schön festhalten, jetzt geht's hier weiter. Zack, hier durch. Also solange nicht gleich fest zuziehst. Nee, ich mach das ganz liebevoll so. Zack. Ist fertig. Perfekt. Vor allem nur die Länge stimmt nicht. Die Länge stimmt nicht? Was ist jetzt? Nee, doch, nee, ist super. Das liegt aber an Petersens Bauch. Also.